Guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute Morgen woanders da unterwegs. Heute bin ich mal in Brühl. Das liegt hier auch bei Mannheim. Mal schauen, was der Markt so hergibt. Ich glaube, ich gehe mal gleich mal los. Ne? Was soll die DVDs hier kosten? Die hier 3 Euro. 3 Euro. Okay. Sind die alle okay? Ich gehe davon aus, ja. Ich glaube nicht, dass sie so geschaut worden sind. Die sind ja noch relativ neu. Das gibt es ja nicht so lange. Ja, nicht, dass die CD dann lost ist. Nee, ich glaube, dass die fast neu sind. Was ist das? Chirurgisch da, oder was? Was für Material ist das? Stahl. Stahl, ne? Stahl, Gold. Ja, Stahl, Chirurgenstahl habe ich gemeint. Ja, ja, ja. So ähnlich.
Okay. Von unserem lieben alten guten Geld. Ein Euro ist auch schon dabei. Echt? Ja, ganz unten. Ja gut, Euro ist jetzt nicht so D-Mark, ne? Euro gibt's noch eine Weile. Ja, vielleicht. Der wird aber abgeschafft. Ach, der was bleibt. Der Euro. Das Geld ist bald irgendwann auch weg. Ne? Bargeld ist weg irgendwann. Das wird dann irgendwann ja, ein bisschen weg. Das stimmt schon. Genau. Ja, ganz und gar, ja, das stimmt. Bargeld ist weg und irgendwann gibt es eh eine Einheitswährung und dann ist der Euro auch fort. Genau. Ja, ja, da haben Sie recht. Das geht eines Tages ganz weg. Das geht. Alles klar. Was soll der kostet, oder? Ein Euro. Ein Euro. Ne, machen wir. Was soll ich ein Spiel kosten? Halb. Ja? Okay. Okay. Verkratzt? Ja gut, aber funktioniert tut es auf jeden Fall. Ja, aber wenn verkratzt ist, nichts mehr wert. Wieder erfehlt. Was waren das für die 5? Die 5, 10 Euro habe ich gesagt. 15 Euro. 10 Euro. 10 Euro. Ja. Machen wir 8? Kann ich nicht. 9? Ich habe keine Möglichkeit. Ja? Ich habe keine Möglichkeit. Mein Sohn hat es mir genauso in Auftrag gegeben. Tut mir das sehr leid. Ja, okay. Ist okay, weil das ist sehr kontrolliert. Dass ich meine Tüte habe oder? Nee, ist alles reich. Arme Student.
Mal sehen, was daraus wird. Ja, vielleicht was Gutes? Ich hoffe es, ja. Schule ist immer gut. Ich bedanke mich, wünsche viel Spaß damit. Ich weiß. Ja, vielleicht komme ich noch mal vorbei. Ich darf noch eben noch ein paar Runden. Die Leute bauen ja noch auf noch und so. Ist immer noch schön. Ja, gut. Jo. Was passt hier? Nein. Mein Kaffeefleck ist eklig hier unten. Dann komme ich hier nicht mehr durch. Das hier, das sind Teile? Das ist von einem Schlitten. Früher wurden die an die Schlitte gemacht, damit man die Pferde hört und die Schlitte kommen hört. Ah, ja, 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 okay, ich verstehe. Warum filmen sie jetzt? Ich muss gerade die Dinger zu zeigen meiner Leute, um zu sehen, was es gibt. Nein. Und zwar war das früher an einem Schlitten Pferde vorne dran, damit man hört, dass die Schlitte kommen. Einfach, ja, dann hört sich auch noch Schlitten an. Ja. Was verlangst du für die Pokémon? Also für die losen 10 Cent und für die eingepackten 1 Euro. Das sind die eingepackten, ne? Genau. Ne. Pokémon. Wäre die gesammelt noch? Ja, klar. Da gibt es bestimmt, das ist ja viel, ich weiß, gell? Ich hab dran, das sind die China noch. Die eingepackten. Die Fuchs sieht halt gut aus. Ja. Das ist ein Ding gewesen, die PS, die ich genommen habe. Ne? Aber das hat mehr gekostet. Ja, das ist unser zweiter Teil dabei. Ja, aber vom PC halt, ne? Ja. Ja, die habe ich leider schon alle. Außer das. Oder? So, liebe Leute, genug für heute. Ich habe wieder meine Runden gedreht. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Hab ein paar nette Sachen bekommen. Ja, gut, es ist an sich so ein typischer Hausfrauenflohmarkt, den man mal anlaufen sollte. Gemütlich, zwar nicht so groß wie die anderen, aber ja, es hat schon mich etwas rentiert. So, wie gesagt, ich gehe jetzt nach Hause, kein Bock mehr. Dann bis gleich, dann bye bye. Wieder zu Hause angekommen. Nun möchte ich euch meine Pickups zeigen. Was fange ich jetzt an?
Ja, fangen wir mal mit den etwas leichter Sachen an. Es hat gegeben, jeweils für 1 Euro, eine von Star Wars und ein Ewok. Ja, Ewok heißen die, ja. Dann habe ich mir einen Sturmtruppler geholt für 1 Euro. Ja. Fand ich, für 1 Euro muss er den mitnehmen. Ich sammle jetzt normal jetzt nicht so Stofftiere. Dann gab es noch ein Yoda dazu. Ach, da war alles schlecht, für 1 Euro. Wie gesagt, der ist, muss man mitnehmen. Ne? Und dann gab es noch ein Chewie dazu. Ja gut, dann hätten sie bis jetzt vielleicht ein bisschen anders machen können. Aber ja gut, die drei zusammen passen gut zusammen, ja. Ja. Ja gut, das waren die Stofftiere-Generation. So, dann machen wir mal weiter mit der Spiele. Ich habe hier, ja genau, habe ich einmal PlayStation 2 Spiele, die habe ich mir alle in einem Stand ergattert, die 5 Stück. Für 2 Euro das Stück, also ist ein korrekter Preis. Ist für den Preis, wo ich es einkaufen tue. Da kann man nichts verkehrt machen normalerweise. Einmal Max Payne 2. Dann habe ich ein Jedi Sports. Ehrlich gesagt, ich ob ich das jemals spielen werde, ich weiß es halt nicht. Ich habe es glaube ich schon mal gesehen, Vorschau, und das habe ich jetzt nicht so inspiriert. Ne? Naja, gut. Einmal eine Jedi Sports, auch bei der PlayStation 2. Dann habe ich hier ein Need for Speed Underground 2. Ne, 2, nichts, Need for Speed Underground. Ne, Undercover, Mann. Undercover. Dann habe ich einmal auch für die PlayStation 2 Boxers. Dann Medal of Honor Rising Sun. So, die alle für 2 Euro. Good deal. Gut, gut, gut. So, dann habe ich noch. Ja, gut, diesmal habe ich eine Menge PS3 Spiele. Ne? Und normalerweise eher Xbox, ne? Weil ich bin doch eher der Xbox. Ich habe mich jetzt geleakt, ich bin der Xbox-Mann. Ja, ich habe eine Xbox. Xbox One X. Ja, spiele ich sehr gerne. Deswegen bin ich halt ein bisschen mehr Xbox angehauchter, glaube ich auch immer. Naja, gut, mal weiter. PS3-Spiel, Limited Edition, Need for Speed, Hot Pursuit. Das hatte ich damals nur auf dem Rechner gespielt. War damals schon geil, mit den Kollegen zusammen. Dann wieder Dragon Balls Ultimate Tenkaichi. Dann habe ich hier noch Skylander Giants. Auch für die PS3. Die haben alles 3 Euro gekostet, glaube ich. Ja, 3 Euro haben die gekostet. Die 3 Jahre haben. Ja, 3 Euro. Und da stehe ich nur noch kommen. Ja, 3 Euro. Euro. So, dann nochmal. Was habe ich denn hier? Pirate Warriors. One Piece Pirate Warriors. Habe ich jetzt nicht gekannt, habe ich auch mitgenommen. Wenn es einer kennt von euch, der mich mal wieder auf. Und eine Gran Turismo 5 Rolo meine Fremdsprache nicht so gut. So, und zu guter Letzt hatte ich mir wieder, ja, das sind sie doch, eine Staffel von, die erste Staffel von Lost. Leute, von Lost. Ich habe die mal angefangen zu schauen, also das sind komplett, das sind alle gut aus. 7 Teile drin. Ne? 7 Teile. Los. Für 3 Euro ist, finde ich mal, ein guter Preis. Also, da kann man echt nichts verkehrt machen für 3 Euro.
Ansonsten war ich sehr zufrieden mit meiner Ausbeute, obwohl es an sich ein Flohmarkt war. Sagen wir mal so, es war ein bisschen chaotisch, ein bisschen verwirrend. Ne? Also man musste praktisch in dem Flohmarkt, statt mittendrin ja die Autos und außen waren ja dann, haben sie ihre Ware ausgelegt. Also man musste praktisch dann immer in so Schlangenlinien, musste man dann so irgendwie so außenrum an den Autos halten. Das hat ein bisschen verwirrt, weil manchmal, ja gut, manche Leute hat man dann manche Stände dann öfters gesehen, weil man ja dann den Bogen gemacht hat. Ah ja, egal. Ansonsten muss ich sagen, der Flohmarkt, es gab viel, ja, man sagte, ja, ob man das sagt, es ist ein kleiner Hausfrauen-Flohmarkt und das ist viele, Sachen, was man halt so eine Hausfrau halt so hat, ne, wie sie dann immer braucht. Und trotzdem finde ich geworden dabei, finde ich gut. Also ich werde den Flohmarkt öfters mal ansteuern, denke ich mal. Er ist zwar nicht so groß wie die anderen, aber wenn man früh genug da ist, denke ich mir, kann man das schon seine Schnäppchen dort machen. Jo, gut. Die nächste Flohmarkt, die ich jetzt angehen werde, ist jetzt. Jetzt werde ich. Auf nächstes hin, weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber der nächste Flohmarkt kommt bestimmt. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Und wünsche euch auch noch viele gute Fänge auf euren Flohmärkten. Ich danke euch fürs Zuschauen und in diesem Sinne, bis demnächst, Leute, bye bye, macht's gut.